So, wieder zurück zu Hogwarts Legacy. Ich kann leider heute nicht, fliegen. Lumos. Aber warum? Lumos. Ich kann leider den Sack hier nicht mitnehmen, weil das ein. Weil das ein Dings ist und ich habe kein Inventar mehr. Ich muss dringend Inventar loswerden. Wie zur Hölle. Wie zur Hölle. Komm ich. Das war mal eine Idee. Lumos. Okay, hier waren wir schon mal. Also hier ist eine Wand, hier kommen wir nicht weiter. Aber wo zur Hölle ist der richtige Weg? Lumos. Ich würde sagen, wir nehmen einfach den Weg hier. Okay, da macht es natürlich doch Sinn, ist der. Da ist er wieder. Es macht natürlich dann doch Sinn, dass der da rumgestanden hat, der Typ. Wenn wir nämlich den Weg nehmen müssen, ich gucke nur gerade mich um. So, okay, dann gehen wir weiter. So, dann machen wir hier hoch. Hier hoch. Den Weg habe ich eben nämlich nicht gesehen. Also durchgehen. Ich habe gedacht, ah, das war ein bisschen zu offensichtlich da damit, ne? So, wir gehen hier hoch. Ist das richtig, dass wir da jetzt weiter müssen? Frage. Da wahrscheinlich, ne? Natürlich nicht. Gut, also der Weg links ist der sinnvollste Weg. So, hier sind wir richtig. Hier müssen wir hoch und dann sind wir da wieder, wo wir hergekommen sind. Und wir nehmen den etwas einfachen Weg. Geh weg.
Das andere Viech auch weg? Oh ja, da oben ist doch irgendwas. Bist du da noch? Hä? Du bist da noch! Du versteckst dich noch, giftiger Bote noch! Ja, und da oben steht noch ein Kollege. Steht noch der nächste Kollege, hä? So. Was ist denn hin? Da. Ja, im Zweifel fällt es halt runter. Öpp, dann geht's weiter. Alter Verwalter, ey. Moinsen! So, warte mal, ich muss noch mein Moveset umbauen, weil, warte mal, ich will eigentlich Crucio. Warte mal. Ja, 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 ja. Nimm mal den hier. Geh mal weg. Guck mal, ich arbeite mit deinem Kollegen da zusammen gegen dich. So. Tschüss. So, kurz die Dinger hier einsammeln. Darf ich nicht? Okay. Darf ich nur 12 Stück einsammeln? Eigentlich nicht, ne? Ich dachte, ich hätte noch ein paar mit. Oder stehe ich noch nicht richtig? Ja, schau mal. Okay. Gut. Ja, da lang, oder? Ist hier irgendwas? Sammlung aktualisiert. Bäume. Why not? Aber die Frage, woher kam ich jetzt? So, bin ich jetzt von hier gekommen oder von der anderen Seite gekommen? Nee, von der Seite bin ich gekommen. Okay, alles klar. Gut, dann weiß ich Bescheid, wo ich lang muss. Dann muss ich nämlich dadurch in diese Höhle nach vorne. Wie gesagt, warum auch immer ich den Satz, den Powertrag nicht aufliefern. Oh, scheiße, schade. Weiter. Achso. Warte mal. Da. Lumos. Da lang. Weiter.
Hallo. Ich will dir. So, wir müssen jetzt hoffen, dass der uns. Kann ich das nicht? Ich bringe dich in Sicherheit. Oh, das ging jetzt mal sehr schnell. Das ging jetzt mal aber erstaunlich schnell. Hatte ich nicht erwartet, dass ich den jetzt ziemlich Zeit. Entweder hat er sich fallen lassen jetzt. Okay. Wir können da noch nicht fliegen. Ne, können wir nicht. Wir müssen zum. Ich jetzt gucken. Moment. So. Die Poitierküste. Das sollte ich untersuchen. So. Oh jo. Eine Akromantula, ja, nee, ist klar. Ich mach mal hier die Flatter, das ist mir gerade zu heiß. Alter Verwalter! So, jetzt hoffe ich, dass ich zum Links zurück kann. So, Karte von Hogwarts. Geheime Räume, komm, kann ich hier die geheime Räume öffnen? Bin ich doch offiziell im Kampf? Ah, ich bin im Kampf. Offiziell noch. Das erklärt's. Sag mal, was hatten die Reichweite? So, jetzt würde ich gerne Karte von Hogwarts öffnen und die Geheimräume. Astronomieturm. Warte mal. Geheimräume. Raum der Wünsche. Na, jetzt. Ah, die hat ja eine gewisse Reichweite gehabt, irgendwie gefühlt. Tränke sein. Fanden Sie den Phönix? Ja. Ich habe ihn vor den Wilderern gerettet. Er ist hier bei mir. In Sicherheit. Bemerkenswert. Nun, worauf warten Sie? Ich kann es kaum erwarten. Und ich darf ihn doch bestimmt umbenennen, ne? Der heißt nämlich dann Fox, natürlich. Ganz klar. Und der Phönixfeder. Welch Schönheit. Behalten Sie sie. Gut, dass Professor Weasley und Deke Ihnen vom Raum der Wünsche erzählt haben. Sehen Sie nur, was Sie vollbracht haben. So viele gerettete Tierwesen. Ein Phönix ist jetzt sicher. Dank Ihnen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Deke. Vielen Dank. Deke ist dankbar für die gütigen Worte und auch froh, jemandem wie Ihnen behilflich gewesen zu sein. Nachdem Deke Ihnen mit so vielen Tierwesen geholfen hat, fühlt Deke sich so friedlich, wie seit Jahren nicht mehr. Deke wird immer für Sie da sein, wenn Sie ihn brauchen. Ja, wir haben's.
So, der ist jetzt oben rein, ne? Der ist. Warte mal, wo sind sie jetzt genau reingeflogen? Ich glaube, da oben lang, ja. Wo ist denn der jetzt? Da bist du. Hey, Rosa. So, kann ich ihn umbenennen? Natürlich darf ich es. Und ich werde ihn natürlich Fox nennen. Wenn ich weiß, woher der Name kommt, es ist tatsächlich der Original-Phönix von Professor Dumbledore, den er im zweiten Buch hatte, oder beziehungsweise eigentlich hatte. So, Sophie. Dann haben wir das. Dann haben wir einen Phönix namens Fox jetzt. Supi, supi, supi. Ich kann mal gerade gucken, weil ich habe ihn ja sowieso schon mal jetzt gerade hier. So, wir haben ja noch ein paar Sachen. Wir werden es da natürlich gleich mal umrüsten müssen. Wir haben immer noch keine Nachricht von Mr. Moon. Handschuhe unwichtig. 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 Ich gucke nur gerade mal durch. So, Halsbekleidung. Keine. Okay. So. Mantel und Umhänge. Ich möchte natürlich weiterhin mein Todesser-Kostüm. So. Na gut. Der ist auf 94, 95. Hier ist was 95. Da ist was 95. So. Gut. Nee, ich glaube, der ist richtig. Oder? Ja. Supi. Dann haben wir das auch. Wir haben jetzt einige Sachen bekommen. Und dann haben wir jetzt Phönixfedern. Sehr gut. Und da ist noch irgendwas, ne? Ein weiteres Tierwesen, nämlich den Phönix. Uns fehlen noch zwei Tierwesen. Dann hätten wir so auch alle. Beschwörungen gesammelt, ja, aber noch nicht so alles. Aber er hat auch ein bisschen seine Gründe. Warum? Weil ich das Ding halt nicht auf 100% Display. So, gut. Ich mach mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, was passiert.